Tja, Graham Lucas ist bei uns im Studio, unser Großbritannien-Experte. Bringen Sie ein bisschen Ordnung in das Chaos. Was bleibt jetzt noch übrig an Lösungen? Tja, ob man es glaubt oder nicht, vielleicht Frau Mays Deal bleibt übrig, weil sie hat scheinbar vor, diesen Deal nächste Woche nochmal ins Unterhaus zu bringen. Also man muss sagen, sie ist zäh und sie gibt nicht auf. Aber zuerst werden wir am Montag erleben, dass die Abgeordnete über andere Möglichkeiten diskutieren. Da gibt es so einmal einen Vorschlag, was ein Referendum veranstalten würde nach dem Motto ein Deal oder Verbleib, und ein Vorschlag, was von Labour kommt, dass Großbritannien ein Zollunion auf Dauer mit der Europäischen Union anpeilen würde. Aber wir wissen nicht, ob diese Vorschläge mehrheitsfähig sind. Und wenn sie es nicht sind, dann kommt Frau May wieder, wahrscheinlich mit ihrem Deal nochmal, und versucht in allerletzte Minute, dann muss man sagen, den Deal durchzubekommen. Aber mir ist im Moment nicht klar, wie der Parlamentspräsident John Bercow sich verhalten wird. Denn er hatte ja schon beim dritten Versuch Schwierigkeiten gemacht und gesagt, so und bitte noch nicht in der gleichen Form, mit dem Ergebnis, dass Frau May heute die politische Erklärung abgetrennt hat von der Abstimmung. Was will sie nächstes Mal abtrennen oder was will sie noch hinzufügen? Also es könnte sein, dass John Bercow, der Präsident des Parlaments, noch mal dazwischen kommt. Also alles ist unklar im Moment und wirklich, wir wissen wirklich nicht, wie es weitergeht. Also May hat jede der Abstimmungen verloren in letzter Zeit. Vorgestern waren es gerade 8 hintereinander. Das heißt ja wohl, dass sie einfach kein Vertrauen mehr da genießt. Wie soll dann am Montag eine weitere Abstimmung funktionieren? Und Sie sagen natürlich auch, Bercow sagte letztes Mal schon mit der 400 Jahre alten Regelung, es wäre eigentlich gar nicht möglich, nochmal über den gleichen Deal abzustimmen. Jetzt wurde es doch irgendwie gemacht, aber nochmal. Es klingt schon alles, ehrlich gesagt, ein bisschen crazy. Ja, sie wird natürlich Hoffnung geschöpft haben heute, weil sie nur mit einer Mehrheit gegen sich von 58 Stimmen verloren hat. Das erste Mal waren es 230 und dann danach 149. Also da sieht man eine absteigende Tendenz in der Opposition. Sehr optimistisch gerechnet. Mehr und mehr Abgeordnete bekommen natürlich jetzt Angst. Entweder, dass diese Deal so in diese Form durchgeht und sie halten diesen Deal nicht für richtig, oder vielleicht, dass sie den Brexit komplett verlieren, wie bei den Hardlinern. Nun sind Sie ja durchaus jemand, der dafür ist, möglicherweise noch ein zweites Referendum durchzuführen. Wie gespalten ist die Gesellschaft? Mit wie viel Remain-Stimmen könnte man denn rechnen? Also man ist ein bisschen vorsichtig, was die Meinungsumfragen angeht. Denn Sie haben ja das Referendum 2016 falsch prognostiziert. Und man sieht jetzt seit 2016 einen kontinuierlichen Wandel in Richtung Remain, wobei wir so in dem Bereich, je nach Meinungsumfrage, sind wir im Bereich so Mitte 50-60%, die tendieren dazu, zu verbleiben oder ein zweites Referendum zu veranstalten. Aber die Meinungsumfragen schwanken in Großbritannien erheblich. Sie werden im Gegensatz zu Deutschland, wo persönliche Gespräche stattfinden zwischen Meinungsforschern und dem Publikum, wird das in Großbritannien online gemacht. Und da hat man mehr Chancen, dass die Meinungsumfragen daneben liegen. Und man geht auch so davon aus, dass sie durchaus mehrere Punkte daneben liegen können. So, wenn das der Fall wäre und man sagt, okay, jetzt erwarten wir 55-60, könnte das am Ende, wenn Remain gewinnt, durchaus 52-48. Und dann ist natürlich die Frage, was geschieht dann? Wie werden dann die Verlierer reagieren? Aber um da auf Ihre Frage zurückzukommen, ich halte diesen Prozess, auch wenn er sehr schwierig ist, ich halte diesen Prozess im britischen Parlament für sehr demokratisch. Also die Abgeordneten sind da, um die Regierung zu kontrollieren und ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen und zu versuchen, Mehrheiten zu gestalten. Das tun sie, auch wenn die Geduld inzwischen in Europa, glaube ich, am Ende ist. Aber wenn wir am Montag zu einem Ergebnis kommen sollten,
dass eine Mehrheit sagt, ja, wir wollen dann doch ein Referendum haben mit der Wahl, ein Deal, vielleicht sogar Mays Deal oder Verbleib. Warum sollte das, sollte irgendjemand was dagegen haben? Das ist dann letzten Endes ein Prozess, der durch ein Referendum eingeleitet wurde. Man kann dazu stehen, wie man will. Ich persönlich denke, das war ein Fehler. Wir sind in einer repräsentativen Demokratie. Das war von Anfang an eine Entscheidung fürs Parlament. Aber letztlich, wenn man den Prozess eingeleitet hat mit einem Referendum, dann kann man es eigentlich nur mit einem Referendum beenden. Und das wäre für mich durchaus ein demokratischer Schlusspunkt. Sagt Graham Lucas. Vielen Dank für diese Einordnungen. Danke.